Was Sie hier sehen, ist ein ganz, ganz besonderes Fahrzeug, ein VW T1 von 1966. Und von diesem Fahrzeug gibt es viele durchrestaurierte Exemplare, aber es ist bei dem nicht der Fall. Lediglich hier das Rot wurde mal lackiert, aber der beige Lack, alles noch original. Und auch der Innenraum, wenn man sich das hier anschaut, die ganzen Bezüge etc., alles noch exakt so, wie es ausgeliefert wurde. Und das Schiebedach, das Faltdach genauso. Jetzt wird man sich fragen, wie schafft man denn das, ein Fahrzeug über die Jahre so gut zu erhalten? Naja, ganz einfach. Der Erstbesitzer dieses Fahrzeugs war ein Italiener, der aber in Deutschland lebte und den über den Winter immer nur in die Tiefgarage gestellt hat und den dafür genutzt hat, im Sommer mit der ganzen Familie nach Italien zu fahren. Und deshalb ist das Fahrzeug so gut erhalten, weil er eigentlich ja fast nie Regen gesehen hat. Und es ist auch ein sehr berühmtes Fahrzeug, kann man sagen, denn selbst Volkswagen-Nutzfahrzeuge war schon von der Originalität so begeistert, dass sie 2015 das Fahrzeug nach Amsterdam holten für die Weltpremiere des damals neu vorgestellten T6, weil es da eben auch die Zweifarblackierung rot-weiß wieder gab und man diese dann dazu das rot-weiße Pendant vom T1 gesucht hat. Und deswegen war das Fahrzeug damit ausgestellt. Wenn man jetzt aber vor so einem Bus steht, dann muss man ja auch allgemein wissen, und das ist auch sehr interessant, gibt es viel darüber zu sagen, wie ist denn eigentlich die Marke Volkswagen und wie ist der Bulli, der VW-Bus, entstanden? Dazu muss man erstmal weit, weit, weit zurückgehen, bis in die 30er Jahre hinein. Denn, und das ist die traurige Schattenseite von Volkswagen, praktisch die Entstehung, Adolf Hitler hat in den 30er Jahren Professor Porsche damit beauftragt, hat gesagt, bau mir ein Wagen für das Volk, für die breite Masse, der nicht teurer sein darf als 1000 Mark. Und dann ist man hergegangen, es gab mehrere Prototypen und das, was dann hinterher rausgekommen sind, war sozusagen der Käfer, beziehungsweise unter dem NS-Regime hieß er noch anders, da war es der KDF-Wagen, Kraft durch Freude, dafür war das die Abkürzung, so wurde er damals noch genannt. Und 1938 ging man mit dem KDF-Wagen in Serienproduktion. Nun kam aber ein Jahr später ja schon der Krieg und der Zweite Weltkrieg. Und der hat wieder alles umgekrempelt. Man stellte dann um auf militärische Produktion, beziehungsweise man hat die KDF-Wagen entsprechend umgerüstet für den Militärbetrieb. Also höher gelegt, Reifen mit gröberem Profil etc. Und als dann aber der Krieg vorbei war, hat man das VW-Werk in Wolfsburg recht zügig wieder aufgebaut. Also Ende des Jahres 1945 konnte man schon wieder mit der Produktion ziviler Wagen beginnen. Und man dachte also auch an den Import von Fahrzeugen und hatte unter anderem 1947 einen Termin mit einem niederländischen Importeur. Das war der Herr Ben Pon und der wollte sich eben über Volkswagen informieren und man machte mit ihm auch eine komplette Werksführung. Und dabei, um jetzt zum VW-Transporter zu kommen, und dabei fielen ihm die sogenannten Plattenwagen auf. Die Plattenwagen waren Vehikel, sage ich mal, die Volkswagen-Mitarbeiter notdürftig aus den Teilen des Käfers zusammengeschraubt hatten mit Ladepritsche, um eben schwere Teile des Käfers wie Motorenteile durch das gesamte Werk transportieren zu können. Und diese Plattenwagen sah Ben Pon also und sagte, Mensch, da müsste man doch was draus machen können. So ein Fahrzeug müsste man doch in Serie bringen. Denn in der Klasse eigentlich gab es noch nichts, nur dann eben größere LKWs. Ja, und dann kurzerhand kritzelte Ben Pon in sein Notizbuch eine ganz einfache Skizze. Nur eine Sache drehte er dabei um, denn bei dem Plattenwagen war der Fahrer hinten und die Last vorne. Und wenn das voll beladen ist, ist ja logisch, sieht man dann überhaupt nichts. Also die ganze Sache umgedreht, die Skizze dagelassen und schon hat man das aufgegriffen und ist in die Entwicklung des VW-Transporters gegangen.
Denn das war in Zeiten des Wirtschaftswunders und Wiederaufbau hat man genauso ein Fahrzeug eigentlich gebraucht. Und bereits 1949 begann man dann mit den ersten Versuchsfahrten mit dem VW-Transporter und im März 1905 ging man in Serienproduktion des VW-Transporters. Und anfangs war er auch nur als Kastenwagen zu haben, als geschlossener Kastenwagen, um Waren zu transportieren, auch nur in einer Farbe, nämlich Taubenblau. Das hat man dann aber schnell erweitert um einen Personentransporter, den sogenannten Kombi, nach ein paar Monaten. Und dann ab 1951, also ein Jahr später, brachte man auch diese Luxusversion, so wie hier mit den Samba-Panoramafenstern, der Dachrandverglasung und dem Schiebedach und dem vielen Chrom heraus. Es ging dann noch weiter. Es gab einen Pritschenwagen mit offener Ladefläche etc. etc. Und so nahm der VW-Transporter eben seinen Lauf. Wie sagt eine alte Käferwerbung aus den 60ern? Jahre der Entwicklung und Forschung, Jahre der Erfahrung von 7 Millionen Besitzern aus der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft. Und ich sage eins, das tut er auch wirklich. Ich bin immer wieder begeistert von dieser soliden Technik, einfach, aber zuverlässig. Und dass man einfach sich reinsetzt, losfahren kann. Wir waren mehrfach damit im Urlaub und es ist immer wieder schön. Und jeder, der vorbeiläuft, bleibt stehen und jedem huscht ein Lächeln übers Gesicht. Und das macht Spaß. Und wir hoffen, dass er noch ganz, ganz viele Jahre weiter läuft und läuft und läuft.